Es ist 3 Uhr und ich krieg die nicht kaputt. Jetzt hat das bestätigt, ne? Also richtig gut gemacht. Moin Leute, heute geht's weiter auf eine Hochzeit in die Bremer Überseestadt. Und die Hochzeit wird im 20. Stock stattfinden, im Deck 20. Und das Essen davor ist im Riva. Und ja, das wird bestimmt ziemlich cool. Das Geile, wenn man das hier so oft macht, dieses Auto zu packen, man hat irgendwann ziemlich raus, das so zu packen, dass es echt ziemlich genau ist. Hier oben ist noch Platz. Das verrät mir auch, dass ich was vergessen habe. Zweiter Versuch. Jetzt ist wirklich kein Platz mehr da. Hier kann noch was hinpassen. Aber ich habe genug Equipment. So Leute, 10 vor 2. Entschuldigung, 10 vor 3. Und ich werde da ankommen. Und es wird wahrscheinlich ein heftiges Ding sein, die ganze Anlage da hochzukriegen in den 20. Stock, weil ich muss ja erstmal vor den Fahrstuhl bringen, dann muss ich die Sachen in den Fahrstuhl bringen, hochfahren, dann vor dem Fahrstuhl in die Location. Ich hoffe, es ist nicht zu groß und der Weg ist nicht zu krass, aber es wird wahrscheinlich länger Aufwand werden. Aber ich habe insofern Puffer, als dass die Leute bis 21 Uhr nicht hochkommen werden. Heißt, ich habe Zeit. Jetzt bin ich hier beim Landmark Tower angekommen und ich guck mal rein, wie das hier aussieht. 20. Stock. Das ist gar nicht so einfach, hier reinzukommen, aber hier die Eventmanagerin habe ich erreicht und die hat mir aufgemacht und jetzt geht alles nach oben geschleppt. Das ist eine echt schöne Bar hier. Ein bisschen hallig jetzt gerade hier zum Aufnehmen. Aber ich habe jetzt erstmal alles reingeschleppt und werde dann das Auto parken auf einem besseren Parkplatz. Ich stehe gerade in der Feuerwehrzufahrt und da ist der. Und dann geht's wieder rein und aufbauen. Puh, was für eine Anstrengung. Ja, wir sind jetzt im Riva und hier ist meine Außenanlage. Und ja, hier werden die ganzen Essen, dann geht's später dann hoch zur Party und dem Eröffnungstanz. Ja. Läuft soweit. Ja, ist offenbar so, dass das jetzt auch ein Restaurant ist, wo auch Gäste sind. Und das ist ein bisschen unangenehm, ohne Maske rumzurennen. Deswegen laufe ich jetzt nochmal zum Auto und hole mir meine Maske. Dann ist das nicht so unangenehm. Ich bin geimpft, aber ja. Ist halt immer noch alles Mist, ne? Mittlerweile ist der Fotograf auch da. Und der fotografiert mich hier auch gerade, nämlich Patrick. Moin, moin. Und der ist auch schon fleißig hier am Aufnehmen. Brautpaar und Gäste sind ja erstmal draußen. Und hier sieht man auch schon, was es gleich geben soll. Gebratenes Lachsfilet, Risolé-Kartoffeln, feines Gemüse, Vanillekarotten, beschmortes Rinderkroulade, Kartoffelstampf. Und hier gibt es gebratene Maishähnchenbrust, Aromatenbutter. Und Blechkartoffeln. Da bin ich mal gespannt. Ja, der Aufbau ist geschafft und mal wieder sehr stolz auf mein Ergebnis. Und ja, das ist das Schöne, wenn man einmal das Ganze von außen betrachtet, dann sieht man auch die kleinste Unstimmigkeit. Und ich zeige euch das jetzt mal. Hier sieht man schon die ambiente Lichter von den Moving Heads. Jo, das ist es. Und hier geht es auch noch raus, aber oh ja. So, und jetzt sind wir hier. Richtig geil. Wow. Auf der Terrasse. Man darf hier auch nichts rausnehmen. Also vielleicht ist meine Kamera schon zu viel. Aber die will ich natürlich nicht runterschmeißen. Oh, ist das schön. Handys sind bestimmt auch erlaubt, dann ist die Kamera nicht so schlimm. Ja, hier mit diesem Blick
Party machen ist natürlich richtig exklusiv. Kann man nichts sagen. Es gibt Essen und das zeige ich euch mal. Jo, jetzt wird hier noch der Brautstrauß geworfen. Wird draußen gemacht. Das ist ganz cool, dass das alles vor der Party stattfindet. Dann müssen wir das später nicht mehr machen. Und Hochzeitstorte wird auch dann schon vor der Party abgehakt. Das finde ich auch gut. Und die Hochzeitstorte ist auch schon am Start. Patrick auch fleißig am... Bei gutem Licht, ja. Ich bin jetzt ein bisschen rot. Das kommt daher, weil hier nur rotes Licht ist. Und das hier ist jetzt das Setup. Finde ich schon ganz geil. So, hier ist... Die haben sich auch rot gewünscht, ne? Also, hier auch. Man kommt so rein. Dann ist das hier... das Setup. Unbedingt muss man auch nochmal hier die Aussicht checken. Die ist sehr nice. Der läuft immer! So, da wir heute kein WLAN haben und auch kein Hotspot, ist ja alles von der Festplatte und vom Handy des Gastes. Russische Musik kommt heute auch gut. Wir haben nämlich heute eine, ja, bisschen russische Hochzeit. Mir war schon klar, dass der laufen wird heute. Russische Hochzeit halt, ne? Ja, der muss natürlich dann auch laufen, ne? Wenn der eine so gut lief, dann muss der andere auch folgen. Alle tanzen, alle! Hier geht was ab, ey. Yeah.
So, jetzt läuft ja noch Polnisch. So, hier werden jetzt alle Register gezogen. Jetzt kommt der Refrain. Erstmal Leute wieder aufwecken hier. Es ist 3 Uhr und ich krieg die nicht kaputt. Keine Chance. Jo. Super Musik heute? Ja, da hast du richtig gut gemacht. Ne? Alles klar. Also, nee, also wir haben dich bestellt, ja, ohne Zweifel. Und jetzt hat das bestätigt, ne? Also richtig gut gemacht. Sehr gut. Sehen, ja. Und tanzen auch alle, müssen wir hier mal zeigen. Alle. Tanzen alle. Dass da 5 oder 10 Leute waren, die hatten jedes Mal voll. Mega. Du bringst der Bräutigam hier. Ich bin der Bräutigam, jo. So Leute, hier läuft der letzte Song. Alle sind sehr, sehr glücklich. Und ich auch. War eine super Party hier. Alle liegen sich in den Armen. Besser geht's echt nicht. Und ihr müsst nur aufhören, weil hier ein 3-Schicht ist. Wir würden noch bis 4 tanzen. Wir sind alle happy und jetzt baue ich ab. Ich hoffe, das geht schnell, aber es wird wahrscheinlich 1,5 Stunden dauern. Yes! Es ist nur 7 nach. Ich würde sagen, sehr gut gewesen. Weil der Weg echt lang war und ich habe richtig stramm abgebaut. War richtig gut. Und Resümee für die Party. Es waren ja nur 34 Gäste und die haben ja so abgerissen. Ich würde mal sagen, da ist so meine Musik auf sehr fruchtbaren Boden getroffen. Ich weiß nicht, ob die bei anderen DJs auch so getanzt hätten, aber ich habe auf jeden Fall einen richtig guten Job gemacht, bin mir ziemlich sicher. Viel besser ging es auch nicht. Und ich habe die ganze Zeit, also so wenig Tänzer, also so 34 Leute, die ganze Zeit am Tanzen zu lassen, ist schon erfahrungsgemäß ein Ding, aber die waren auch einfach... Ja, gut zu handeln, würde ich sagen. So, jetzt geht's nach Hause. Ich freue mich schon aufs Bett. Yes, ich bin verdammt gut, weil ich habe heute noch das Ding ausgeladen und alles ist jetzt wieder aus dem Auto raus, hier im Haus. Und ja, ich fühlte mich tatsächlich sehr gut und ist mir gar nicht so schwer gefallen. Ich bin auch noch ziemlich fit. Es ist gleich 5 Uhr morgens. Und ja... Wahrscheinlich, weil es halt nicht 2 hintereinander waren. Das letzte Wochenende war echt gnadenlos. 2 Hochzeiten hintereinander und die andere, ne, die zweite war so urlang. So eine am Wochenende geht echt klar. Und dann gehe ich gleich ins Bett und freue mich über diesen schönen, gelungenen Tag. Bis dann, bis zum nächsten Mal.